Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nightmares from the Deep, Davy Jones. Ich würde gerne was gucken. Wir sind ja bei diesem Rätsel hier stehen geblieben, haben die Windstärke auch schon eingestellt. Genau, und jetzt müssen wir noch den Mond einstellen. Und das Wetter an sich und es gewittert. Sehr schön. Okay, meine letzte Aufnahme ist ein kleines bisschen her. Turmpassierschein. Ach so, okay. Ja, so viel dazu. Also das hier hatte ich noch in Erinnerung, weil wir da halt beim letzten Mal aufgehört haben. Ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was wir hier noch so haben. Becher mit Wasser. Was ist denn hier mit? Aha. Ich glaube nicht, dass diese Blume voll aufgeblüht ist. Weiß ich nicht. Muss ich die gießen? Muss ich euch hier irgendwie? Nee, ich glaube nicht. Was ist das? Ein Alchemisten-Symbol. Wer immer dieses Symbol geschnitzt hat, kannte sich mit Alchemie aus. Aha, okay. Ich weiß nicht, wie kriege ich denn diese Bienen hier weg? Das waren doch, glaube ich, Bienen, ne? Ja. Okay, dafür haben wir dann anscheinend noch nichts. Sauberes Regenwasser. Was soll ich denn hier machen? Salz wohl eher nicht. Das war, glaube ich, auch für etwas anderes gedacht. Aber irgendetwas wird uns hier angezeigt. Jetzt ist nur die Frage, was? Das hier hatten wir ja eigentlich schon. Nun gut, sonst würde ich gleich einfach erstmal zum Turm. Und dann gucken wir das später. Das ist immer so doof, wenn man sich so an einer Stelle aufhält. Der Turm der Pakte. Nett. Wirklich nett. Wunderhübsch. Gut, was haben wir hier? An alle Schreiber. Neue Abkommen müssen nach oben in mein Büro gebracht werden, bevor sie an der Wand ausgehängt werden. Davy Jones, ja, okay. Ach, das war so eine Piratenkarte. Da haben wir auch noch gar nicht viele von gefunden, ne? Was ist das? Nein, noch nicht. Ja, ist gut. Dann lassen wir das halt. Da oben ist ein Seepferdchen. Was mussten wir noch suchen? Seepferdchen, Karten und irgendetwas war da noch. Weiß ich nicht. Finden wir bestimmt wieder heraus. Der Kodex hat den Zweck, die Pakte zu übersetzen, die alle in Chiffren von Davy Jones geschrieben wurden. Ja, okay. Da fehlt aber auch einiges. Hier haben wir noch etwas. Was ist denn das? Glockenspiel. Ich gerade so gar keinen Plan habe, was ich mit diesem Glockenspiel machen soll. Die Treppen führen bis nach oben in den Turm. Allerdings fehlt ein Teil. Ja, es ist auch immer, wenn man so mehrere Tage dazwischen hatte, dann muss man erstmal wieder reinkommen. Ja. Aber hier ist auch noch irgendetwas zu tun. Auf jeden Fall. Ja, hier waren wir ja schon dran. Da fehlt uns noch ein Buch, ne? Allerdings fehlt ein Teil. Und hier fehlt definitiv auch noch etwas, oder? Würde ich behaupten. Ja. Nun gut. Haben wir hier noch? Von jedem erweckten Wächter erfahre ich mehr über Davy Jones' Vergangenheit. Ja, das hatten wir schon. Ach, das ist zerrissen gewesen. Aber damit kann ich... Ach, hier, guck mal. Da ist das Glockenspiel. Aha.
It was her again. Ja, und offensichtlich haben wir sie verschreckt. Was gar nicht meine Absicht war. Hier ist noch so eine Karte. Ah ja, sehr schön. Das ist eine Lampe, aber keine Lichtquelle drin. Ja, habe ich auch gerade nichts. Dann gehen wir erstmal hier ran. Nadel und Faden. Ja, das ist bestimmt gut. Kleines Boot, Handspiegel, Chamäleon, Gießkanne, Engelchen, Murmeln, Seerose, Schleife, Parfüm, Herz und eine Eule. Wo ist denn der Rest der Eule? Schleppe ich ja von dem Kopf mit mir rum. Okay, die Eule haben wir schon mal. Nee, das ist ein Schwan. Eine Seerose haben wir hier. Nadel und Faden. Wo haben wir denn hier Nadel und Faden? Erstmal sehe ich erstmal gar nichts. Was ist das? Weiß noch nicht, was ich damit anfangen kann. Ein Stein fehlt. Ach. Das war das Engelchen. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ein Handspiegel. Und alles gerade nur kein Handspiegel. Das ist die Schleife. Warte mal. Achso, ne, ist gar nichts mehr zum Zusammensetzen. Ich dachte, das hier könnte ich irgendwie nutzen. So, jetzt brauchen wir noch ein Herz und immer noch Nadel und Faden. Die müssten ja eigentlich offensichtlich hier rumliegen. Haben wir denn hier ein Herz? Das ist ein. Ach, hier, da ist ein Herz. Nadel und Faden. Da ist eine Puppe, hier ist eine Kutsche. Das hier sieht mir aus wie ein Hut. Ich hoffe, dass Nadel und Faden zusammen sind, aber ich gehe mal stark davon aus, weil sie auch zusammen da stehen. Ich bin nur gerade nicht weiter. Ich weiß ja auch nicht, muss ich nach so einem Knoll suchen oder einfach nur wirklich nach einem Faden? Dann wird das Ganze doch schon etwas schwieriger. Ja, ja. Ach, guck, da habe ich es jetzt gefunden. Toll. So, jetzt. Danke. Dann können wir doch jetzt bestimmt das hier flicken, ne? Ein Schmetterlingsnetz. Gut, wir gucken uns erstmal hier noch um. Sollen wir die einfangen? Scheint fast so. Sollen die als Lichtquelle genutzt werden? Glühwürmchen. Ach, das scheint mir so. Okay, was haben wir hier noch? Die Tür ist komplett eingefroren. Ja, was machen wir denn da? Das wird mir wahrscheinlich nicht helfen. Im Gegenteil. Obwohl, ja, kommt wann. Oh, überall haben wir noch was zu tun. Oder gibt es noch etwas zu tun? Mit dem Salz komme ich ja auch nicht weiter, ne? Doch. Und was für ein kompliziertes Schloss, wer immer das gefertigt hat, liebt seine Arbeit. Ja. Komme ich jetzt hier nicht weiter? Das ist aber ärgerlich. Ich habe keine Blüte. Hm.
Gut, dann gucken wir uns hier nochmal um. Aha. Ach so, okay. Ich dachte, ich könnte da noch nicht ran, weil sie gesagt hat, noch nicht. Aber das galt wahrscheinlich nur für, also weil ich den Hebel gezogen habe, ne? Oh ja, was soll's. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier ist es dunkel. Können wir die Lampe hier irgendwo hinstellen? Oder wir nehmen sie in der Hand, auch in Ordnung. Ja, naja, was soll's. Zuerst öffne ich die Fensterläden. Die Filmchen sind nicht gerne eingesperrt, ja. Lässt du die jetzt frei? Ja, okay. Ich gehe davon aus, dass sie das getan hat. Klemmt das? Oder was ist damit? Komme ich nicht weiter. That's Corey's Pact. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein bisschen zu einfach, den einfach zu zerreißen? Well, I had to try. There's no other way but to decipher the pact, to learn how to cancel it. Ja. Ach, guck an. Und wieder ein Teil der Geschichte. What was Davy Jones' quest? We cannot recall that yet. We remember thousands of deals signed. Stripping the signatories of every worldly possession. The only way to end a pact with Davy was, and still is, to fulfill its terms. We remember many that have tried to achieve it, only to fail miserably. But what were the terms? The memory of it is beyond our reach for now. Something about the treasure of Davy Jones, surely. But what? Okay, und hier haben wir noch einen Stern. Und jetzt können wir doch schon gar nicht mehr ran. Was brauche ich hier? Sieht aus, als wenn wir hier so einen Halbmond bräuchten. Aber den habe ich nicht. Dann erstmal raus hier. Das ist der Palast von Davy Jones. Schön. Das ist die verfluchte Galeone, mit der wir hierher kamen. Was für eine Aussicht. Ich spüre den Wind, der vom Ozean kommt. Okay. Ich denke, da können wir erstmal noch nicht viel machen. Ach, hier oben ist noch was. Okay, oh Gott, was ist das? Ich komme an diese Objekte nicht heran. Der Uhrzeiger blockiert es. Ah, okay, das müssen wir also aus dem Weg schaffen. Aber ich glaube, hier fehlt auch einfach noch was, ne? Ah. Und das haben wir auch noch nicht. Nichtsdestotrotz ist hier immer noch etwas, was ich anscheinend nicht gesehen habe. Oder nicht versucht habe, wie auch immer. Ah, okay. Was ist das? Codex-Teil. Ja, warum kann ich hier noch ran? Weiß ich nicht. Können wir die da reintun? Aber warum sollten wir das tun? Macht ja gar keinen Sinn. Gut, dann gehen wir mal zurück
Und ich glaube, das Buch gehört hierhin und damit stehen wir auch vor dem nächsten Rätsel. Sortiere die Bücher, um auf den Umschlägen ein komplettes Labyrinth zu erhalten. Ordne dann die Farben der Schädel und Umschläge an. Wenn ich dich hier hin tue, dich hier. Warte. Ich glaube, so ist besser. Ja, ich glaube, ich probiere einfach erstmal rum. Hier müssen die Grünen auf jeden Fall hin. Warte mal, tu mal den hier hin. Oder doch, mach mal. So vielleicht. Dann den hier hin. Den nach unten. Den hier hin. Und das ist doof. ja, macht ja nix. Ja. Irgendwie schlagen wir uns den hier durch. Bisschen Platz schaffen eben. Ja, warte mal. Passt doch. Okay. Gut. Codex-Teiler. Habe ich irgendetwas noch nicht gefunden. Was war denn hiermit? Aber ich glaube, das hatten wir gelesen, ne? Genau. Sauberes Regenwasser. Ja, das ist total toll. Doch total faszinierend. Aber da können wir ja noch nicht weiter ran. Das bringt uns hier auch nicht weiter. Eine Schreibfeder. Was mache ich denn mit diesen Sternen hier? Hier irgendetwas noch nicht gefunden. Ich weiß es gerade nicht. Was haben wir hier noch? Ah, du kriegst bestimmt die Feder. Okay, cool. Aber ihm fehlt ja trotzdem noch was. Und das hier ist jetzt auch nur noch die einzige Stelle, die wir haben. Da muss ich mich ein bisschen ausprobieren, weil ich gerade nicht so genau weiß. Ach, hier hinter ist noch so eine Platte. Toll. Ach so, okay. Wieso? Doch, ich kann sie doch gießen. Siehst du wohl. Geht doch. Okay. Und die kommen jetzt bestimmt hier beim Turm rein. Könnte ich mir denken. Es sieht zumindest so aus. Finde alle Buchstabenpaare. Nicht alle Buchstaben sind Teil eines Paars. Was? Wie? Ja. Whatever. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das im nächsten Part machen. Ja, ich glaube, das machen wir. Okay, gut, dann würde ich sagen, werde ich hier jetzt erstmal beenden und wenn man mag, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.